Hey Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video. In diesem Video möchte ich euch alles über die Apple Kino erzählen und die dort vorgestellten neuen Produkte. Zuerst einmal möchte ich euch natürlich den Anfang der Keynote erzählen. Dort wurde noch ein bisschen was zum Apple Pay gesagt, die neuen Sachen, die hinzugefügt wurden, also beziehungsweise neue Geschäfte, die jetzt dabei sind. Starbucks zum Beispiel. Das wird alles so nächstes Jahr starten und von daher noch nichts Besonderes. Worauf ich mich übrigens in diesem Video eher konzentrieren möchte, ist die neuen Produkte. Und da möchte ich auch direkt anfangen mit dem iPad Air 2. Das iPad Air 2 hat einen A8X Prozessor. Dieser soll 180 mal schneller sein als der Prozessor des ersten iPads. Und zusätzlich gibt es noch den M8 Prozessor, der wie beim iPhone ein zweiter Prozessor ist für die Bewegungssensoren und so weiter und so fort. Das iPad Air 2 ist 6,1 mm dick und somit dünner, selbst wenn man zwei iPad Air 2s übereinander legt und es mit dem ersten iPad vergleicht. Die Batterie hält jetzt 10 Stunden lang und soll somit über den kompletten Tag führen. Die EyeSight-Kamera wurde eingeführt, ist im Prinzip nichts anderes wie beim iPhone 6 bzw. 6 Plus. Bedeutet eine 8-Megapixel-Kamera mit 1080p. Und das ist das ganz Besondere. Es gibt zwei Mikrofone in der Kamera. Das bedeutet, ihr habt noch besseren Klang, wenn ihr Videos aufnehmen wollt. Dann hatten wir noch den Fingerprint-Sensor, der jetzt auch hinzugefügt wurde. Und ja, das war es eigentlich schon zum iPad Air 2. Zum iPad Air 3, das auch vorgestellt wurde, wurde eigentlich gar nichts gesagt, nur die Preise wurden vorgestellt. Das heißt, da denke ich mal, kann man nicht so viel erwarten. Dann wurde ganz groß angekündigt der neue Mac. Dieser hat sage und schreibe 5K, das bedeutet eine Auflösung von 5120 x 2880 Pixeln. Was 14,7 Millionen Pixeln entspricht. Der neue Mac hat einen Prozessor in der niedrigsten Ausführung von 3,5 GHz und 4 Kernen, das ist ein i5, und einen 4,0 GHz, das ist dann ein i7 und eine neue Festplatte, die 20 MB die Sekunde übertragen soll und Thunderbolt 2.0. Dann gibt es noch den Mac Mini, der vorgestellt wurde. Diesen könnt ihr euch dann auf den Fotos anschauen, die ganze Zeit während meines Gelabers eingeblendet wurden. Ja, das war's dann eigentlich auch schon zur ganz, ganz kurzen Keynote-Vorstellung. Den Link zu Keynote findet ihr natürlich auch in der Beschreibung. Und zusätzlich noch den Link zu Replay. Das ist eine App, die ihr für den heutigen Tag noch kostenlos bekommen könnt. Das heißt, alle, die jetzt dieses Video schauen, können sich die noch direkt runterladen. Fürs iPhone habe ich mir die jetzt auch schon runtergeladen. Das ist eine Fotobearbeitungs-App, die auch noch auf der Keynote vorgestellt wurde. Und ja, das war's dann auch schon von diesem Video. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Wenn ja, dann zeigt's mir doch mit einer Bewertung. Und wenn ihr noch irgendwelche Fragen, Anmerkungen oder sonstiges habt, schreibt es einfach in die Kommentare. Ich werde das nach Möglichkeit natürlich beantworten. Und wenn ihr nichts mehr verpassen wollt, dann klickt auf Abonnieren. Und dann sage ich mal, bis zum nächsten Mal. Haut rein und ciao.